Castle of Illusion ist ein Remake des gleichnamigen Jump'n'Run für das Sega Mega Drive aus dem Jahr 1992. Die Grafik ist nun in 3D, die Musik klingt moderner und zwischen den Leveln erwartet euch eine Hub-World in Form des Schlosses, in der ihr ähnlich wie bei den Mario-Spielen die Level auswählen könnt. Prinzipiell hält sich das Remake aber an die Grundsätze des Originals. Minnie Mouse wurde von einer bösen Hexe entführt und Mickey macht sich auf, um seine Freundin aus den Fängen der Hexe zu befreien. Dabei rennt und springt er durch diverse Levels, wie zum Beispiel eine verwunschte Welt oder eine Welt voller lebendiger Spielzeuge. Gameplay ist typisch für ein Jump and Run. Ihr steuert Mickey von links nach rechts und müsst auf dem Weg dorthin Hindernisse überwinden, kleine Rätsel lösen und bekämpft Gegner, indem ihr ihnen auf den Kopf springt oder sie mit Äpfeln bewerft. Am Ende eines jeden Aktes erwartet euch ein Bossgegner, der besiegt werden will. Castle of Illusion aus dem Jahr 2012 ist ein gelungenes Remake eines Mega Drive Klassikers und verzaubert die Spiele genauso wie das Original damals. Wirklich etwas zu meckern gibt es nicht. Allerdings ist das Spiel seit geraumer Zeit aus Lizenzgründen nicht mehr verfügbar. Da es keine Disc-Version des Spiels gibt, ist es leider nicht mehr möglich, das Spiel zu kaufen. Schade, denn hierbei handelt es sich um eine echte Jump-and-Run-Perle.